Okay, wir sitzen hier auf der Superboost 2023 und zwar mit dem Sounddesigner Kevin Schröder oder auch unter deinem Namen Déjà-vu Sounds. Habe ich das richtig gesagt? Hast du richtig gesagt. Sehr gut. Du bist professioneller Sounddesigner, hast viel für Waldorf Music, aber auch für andere Synthies gemacht. Das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, mal zu fragen, was macht eigentlich ein professioneller Sounddesigner? Womit verdient der sein Geld? Der verdient eigentlich sein Geld, indem er gute Sounds macht, in erster Linie. Ja, es ist immer schwer, sich ein bisschen abzuheben vielleicht. Mhm. Es gibt ja auch so viele Sounddesigner. Und ja, ich versuche halt immer Sachen zu machen, die es eben noch nicht gab. Genau, und du machst einerseits, so wie Firmen wie wir, Waldorf Factory Presets, die mit Synthesizern ausgeliefert werden, oder zusätzliche Soundsets, die sich dann die Kunden kaufen können. Zum Beispiel im Waldorf-Shop gibt es ein paar Soundsets von dir. Mhm. Aber du machst auch Sounddesign quasi Private Label für Filmkomponisten, zum Beispiel Hans Zimmer. Kannst du dazu was sagen? Ja, für Hans Zimmer, unter anderem auch für Trevor Morris oder Paul Haslinger. Ah, okay. Und ich mache dann halt immer Sounds für ihre Filmmusik sozusagen. Also ich bekomme dann meistens die fertigen oder die halbfertigen Orchestersachen zugeschickt und ich mache dann den kompletten elektronischen Teil. Das heißt, diese Künstler und Filmkomponisten, die benutzen jetzt nicht notwendigerweise ein Factory Presets, weil das könnte ja jeder benutzen, die wollen individuelle Sounds haben. Mhm. Und du gibst die denen und machst denen, erstellst ihnen diese Sounds und die bekommen dann auch keine anderen Leute. Das ist natürlich klasse. Wie bist du da rangekommen oder wie kommt man dazu? Ja, eigentlich hatte ich in erster Linie den Howard Scar kennengelernt und wir haben dann mal ein paar Sachen zusammen gemacht, weil ich seine Sounds immer so toll fand eigentlich. Da habe ich schon gestaunt. Dann haben wir irgendwas zusammen gemacht und oder irgendwann. Das hatte Hans Zimmer auch irgendwann gesehen auf Facebook und hat auch meine anderen Sachen gesehen, die ich für Synapse Audio gemacht habe. Und irgendwann kam dann mal ein Facebook-Like von Hans Zimmer und ich dachte, wow, okay, dann machst du mal in die Richtung weiter. Ja. Mal sehen, was passiert. Ja, das ist ja super, dass da so ein Hans Zimmer vom Facebook sitzt sozusagen. Und da sieht da Kevin Schröder, der macht ja ganz gute Sachen. Ja. Aber vielleicht mal back to the roots. Wie ist denn, ich sage mal, dein musikalischer Werdegang? Bist du schon als Sounddesigner geboren oder kommst du aus einem musikalischen Elternhaus? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich hatte damals als Kind den Jean-Michel Jarre entdeckt. Und das hat mich so beeindruckt, schon mit 10 Jahren. Hab dann mir ein kleines Keyboard schenken lassen und hab mich dann direkt vor das Fernsehgerät gesetzt, hab mir seine Shows angesehen und hab dann einfach angefangen, das Oxygen nachzuspielen mit 10 Jahren. Und so ging das dann immer weiter, hab mir das Spielen selbst beigebracht. Auch die ganz schnellen Sachen. Ich hab damals nicht gewusst, dass es einen Sequencer gibt. Ich hab gedacht, das macht man alles von Hand. Ich dachte, mein Gott. Und hab mir das dann einfach so beigebracht und hab das dann wirklich immer so im Timing so eingehämmert, bis das dann irgendwann so drin war und bin dann immer wieder weiter reingerutscht in die ganze Materie einfach. Genau, da kann man vielleicht ein bisschen auch einflechten lassen, dass du den Step-Sequencer liebst sozusagen, also viele Sounds von deinen Soundsets haben sehr, sehr schöne Step-Sequencer, Multilayer-Passagen drin. Das ist wunderbar, das geht vielleicht auch so ein bisschen darauf zurück. Und was war denn das für ein Synthi? Was war dein erster Synthi? Mein erster Synthi war ein Juno 106, aber der HS60. Okay. Der hatte 2 Lautsprecher. Ah, ja. Okay. Aber das war mir dann schon irgendwann doch schon ein bisschen zu langweilig. Man hat ja keine Matrix gehabt. Man konnte nicht viel machen. Aber der Sound war gut, der Chorus war zum Beispiel gut. Ja. Aber das war dann auch relativ schnell langweilig. Ich brauchte dann schon ein bisschen mehr Modulationsmöglichkeiten. Ja. Wie ging es denn weiter sozusagen? Dann kam der JP8000 und dann kam auch der Waldorf, wie heißt das nochmal, der Waldorf Q. Q, okay. Und dann kam ich langsam in die Software-Ecke und da hatte ich dann natürlich noch mehr Möglichkeiten. Ja. Was für, vielleicht kannst du es erwähnen, was für Plugins benutzt du, um Sounddesign zu machen? Momentan benutze ich also Synapse Audio Tune 3 zum Beispiel, The Legend und die Sachen von Urs Heckmann, Zebra HZ oder Hive 2 zum Beispiel.
Genau, also ja. Das ist es ja auch historisch so eine Bewegung, dass nach der großen Zeit der Hardware-Synthesizer in den 90ern, die Plugins kamen auf, in den Nullerjahren, die Plugins wurden immer mächtiger. Nichtsdestotrotz bist du jetzt auch wieder mit Hardware-Synthesizern zugange, unter anderem auch natürlich von Waldorf, Quantum Iridium-Serie. Wie ist denn das, wenn man so nach sehr vielen Jahren und Erfahrung von Plugins wieder an die Hardware zurückgeht? Das oder hast du die nie verlassen, sagen wir mal so? Ja, doch, ein bisschen hatte ich es schon verlassen. Aber wenn du wieder zurückkommst, dann entdeckst du nach mehreren Jahren ganz andere Möglichkeiten, wo du vielleicht vor 10 Jahren nicht dran gedacht hast. Und ich finde auch das Handling, man hat mit den Händen ein bisschen was zu tun, immer nicht nochmal die Maus in der Hand halten. Aber es ist schon interessant, wenn man auch mal ein bisschen Handwerk beherrscht auch vielleicht. Das heißt, du hast dann auch ein richtiges Studio sozusagen, genau, in dem du arbeitest und nicht nur ein Laptop mit Kopfhörern, wo man sozusagen rein an Plugins was machen könnte. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie kann man sich das vorstellen? In meinem Studio, da stehen ja einige, wie gesagt, analoge Geräte, aber auch nicht zu viel, weil ich denke, zu viele Geräte, das hemmt die Kreativität einfach. Ne? Man weiß manchmal gar nicht, was nehme ich jetzt für ein Gerät. Und wenn du nur 5 dastehen hast, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Mhm. Wenn du jetzt so ein Soundset machst, wie gehst du denn vor? Machst du dir so einen Plan? Ich will 128 Sounds machen. Ich will da von der Kategorie 5, von der vielleicht 16. Oder sagst du, fängst du einfach wild an irgendwie und produzierst Sounds? Wie geht man da vor bei so einem größeren Soundset? Also so einen Plan habe ich da eigentlich schon. Ich würde sagen, ich fange mit dem Apache das am liebsten an. Und dann achte ich aber auch darauf, dass genug Bässe drin sind, genug Effekte und Lead-Sounds. Also sagen wir jetzt 100 Apache das und nur 20 Bässe, das wäre natürlich ein Ungleichgewicht irgendwo. Ne? Aber die Sache ist mit Sequenzen, wenn du auch mehrere Layer hast, kannst du eben, sage ich mal, mit den Sequenzen eine gewisse Grundbasis schaffen, um einen Titel zu komponieren. Wie so ein, wie sagt man, Fundament einfach, ne? Das heißt, du fängst morgens um 8 an, sozusagen, ziehst den Anzug, Krawatte an, machst sozusagen dein Soundset bis mittags um 12, machst Mittagspause und dann am Nachmittag? Oder wie funktioniert alles das? Alles falsch. Naja, ich fange so meistens mittags um 12 an, weil ich um 11 erst aufstehe. Und dann sitze ich auch bis um 2, um 3 im Studio und mache dann meine Sounds in kurzen Hosen. Also ich bin da ganz heimisch, also sozusagen, und die Kreativität macht ja auch nie Feierabend, wie ich immer so sage. Ne? Macht dir auch mal Pause oder gibt es Tage, wo dir gar nichts einfällt? Gibt es auch. Was machst du dann? Bleibst du im Studio sozusagen und verbringst die Zeit, bis sie rum ist und ärgerst dich, dass du nur einen Sound gemacht hast? Oder sagst du, okay, heute nicht und gehst raus mit dem Mund spazieren und machst irgendwas ganz anderes? Wie funktioniert das? Das habe ich früher so gemacht. Ich habe mich dann gequält vor dem Rechner und vor dem Synthesizer. Und am Ende kam auch nur Mist raus. Und deswegen, wenn ich das merke, ich habe keine Idee, gehe ich einfach wirklich mal raus in die Natur mit dem Fahrrad oder mit der Kamera. Und wenn du einfach mal das Studio nicht siehst, dann kommen die Ideen von ganz alleine. Wie ist denn das jetzt von den Synthesearten? Gibt es da welche, die du immer bevorzugst? Oder wie gehst du vor? Du willst jetzt einen neuen Arpeggiator-Sound machen oder irgendwas, denn überlegst, in welche Syntheseart gehe ich rein oder wie funktioniert das? Also es kommt immer auf den Synthesizer drauf an. Und mit was ich aber weniger gerne arbeite, ist immer noch Wavetable. Weil Wavetables, die sind einfach kalt, die bewegen sich nicht. Ich meine, du musst die ganze Mod-Matrix voll belegen, dass das irgendwie ein bisschen Leben kriegt. Aber Wavetables sind meistens nicht so meins. Das sagst du natürlich jetzt zu einer Wavetable-Synthesizer-Firma. Das heißt, wenn ich jetzt mal reingucke in die Iridium-Sounds, das benutzt dann wahrscheinlich eher den virtuell analogen Oszillator, nehme ich mal an. Genau. Den Wavetable mische ich meistens ein bisschen mit runter. Aber dass er da an erster Stelle steht, das mache ich extrem selten. Gehst du denn quasi im Signalfluss von links nach rechts? Du drehst also erstmal den Oszillator rein, dann am Filter, dann machst du an den Envelopes und Mod-Matrix oder springst du hin und her? Wie funktioniert das? Das ist immer ganz unterschiedlich. Also es kommt auf den Sound drauf an, es kommt auf die Idee drauf an, die mir gerade im Kopf rumschwirrt. Ich habe also jetzt keinen Plan, das mache ich das. Also manchmal bin ich so im kreativen Fluss, dass ich manchmal gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie bin ich da jetzt hingekommen? Also wenn der Sound jetzt weg ist, dann habe ich manchmal ein Problem. Oder ich hätte ein Problem. Wie fängst du denn an? Fängst du immer mit einem Init-Sound an oder nimmst du dir irgendeinen anderen und entwickelst den weiter? Ich fange mal bei 0 an.
Fängst immer bei Null an und dann bewegst du dich in irgendeine neue Richtung sozusagen. Genau. Sehr schön. Wenn du, jetzt sind wir auf der Superboost, da werden natürlich viele neue Synthesizer vorgestellt. Wenn du jetzt zum ersten Mal vom neuen Synthi stehst, von dem du keine Ahnung hast, was machst du? Wenn ich keine Ahnung habe, Kopfhörer aufsetzen und ausprobieren erstmal. Was machst du? Steppst du die Presets durch? Gehst du auf den Init-Sound und drehst ein bisschen rum? Die Presets höre ich mir mal ganz kurz an, weil die meisten geben sich auch manchmal nicht so viel Mühe, habe ich schon oft festgestellt. Das fängt schon damit an, dass Modwheel nicht belegt ist. Das ist eigentlich Faulheit irgendwo, ne? Und, oder Zeitnot bei den Firmen. Oder Zeit. Aber das sagt beim Sounddesigner manches. Ne? Also auch, ist ja auch meistens das ist interessant, genau. Ja. Um mal auch andere Sounddesigner zu kritisieren. Also man kann schon Modwheel belegen. Ja. Ich meine, das kann man schon machen. Okay, also Modwheel sollte belegt sein, Aftertouch. Also ein bisschen Mühe muss man es schon geben. Genau. Ja, also, gerade wenn es um Werksounds geht, ja. Gerade da muss man sich eben sehr viel Mühe geben. Weil ich meine, das spiegelt ja das ganze Gerät wieder. Ne? Mhm. Das ist halt sehr wichtig. Gibt es irgendwelche historische Werksounds sozusagen, wo du sagst, die sind jetzt ikonisch für dich oder von denen hast du dich inspirieren lassen? Die Laserharp vielleicht. Mhm. Ja, aber ansonsten, ja gut, Vangelis, ja, macht aber auch jeder. Aber ich versuche davon wegzukommen, weil das macht einfach, ich meine, das gab es schon hundertfach und ich versuche einfach Neues zu erfinden, neue Sounds. Wenn jetzt ein junger Mann oder junge Frau käme, der sagt, ich möchte auch Sounddesigner werden, würdest du ihm das raten? Macht das? Und wenn ja, was wären deine Tipps? Natürlich, ja, wenn er kreativ ist und gut ist. Also auf jeden Fall immer dranbleiben, an sich arbeiten und immer auch ein bisschen selbstkritisch bleiben. Sozusagen, ne? Ja, ja. Denn... Und eins noch, und vor allem auch nicht so sehr drauf gucken, was andere machen, sondern auf sich selbst konzentrieren und sein eigenes Werk irgendwo versuchen zu erschaffen. Ja, vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Dann vielen Dank, Kevin, sehr gerne. Für diesen kleinen Sounddesigner-Talk. Ja. Und ja,